Herzlich willkommen zu It Takes Two. Jetzt geht's weiter auf den Jumping Spiders. Hallo und herzlich willkommen zu It Takes Two. Wir gucken mal, was wir jetzt so machen müssen. Diese Spinne ist echt weich und bequem. Oh, wie schön für dich. Kannst du mir helfen, auf die andere Seite zu kommen? Okay, ich sehe mich um. Etwas Hilfe, May! Ich hatte doch gerade auch eine Jumping Spider, oder nicht? Sie meint, ich habe keine gehabt, aber schaut euch das Video von Anfang an an. Nein, er hatte keine Jumping Spider, das war mein Bildschirm. Schon, Spinne, du kannst gehen. Oh, die kennen sich wohl. Ja. Oh, danke. Du hattest recht, May. Die sind wirklich flauschig. Schön, dass wir eine für dich gefunden haben. Ich hätte nie gedacht, mal auf einer Spinne durch unseren Garten zu reiten. Weißt du noch, wir wollten doch immer eine Dschungelreise machen. Ja. Ich vermute, näher kommen wir da nicht dran. Oh, viel besser. Wir haben Spinnen. Die haben wir. Auf geht's. Meinst du, du kannst uns hier rausbringen, Spinnchen? Wow. Wohin gehen wir? Hey Spinnchen, geht's dir gut da unten? Ich hatte noch nie eine Spinne als Haustier, aber du bist so knuffig. So eine starke Spinne. Oh, ich bin sehr stolz. Du hast echt coole Tricks drauf, Spinne. Ich wünschte, Rosie könnte uns sehen. Hey!
Hey, da ist mein Gartenzwerg. Die mochte ich noch nie. Die haben Stil. Die sind gruselig. Dieses lila Zeug ist im Weg. Hey, kannst du es wegwaschen? Noch mal, dass du uns mitgenommen hast. Oh nein, das ist eine braune Witwe. Tu doch etwas! Und was, bitteschön? Nicht, halt! Spring ab, Lee! Schnell! Jetzt verstehe ich's. Sie ist ihre Mutter. Oh, was für eine niedliche Familie. Kommt drauf an, wie man niedlich definiert. Bei dieser Spezies wird der Mann von der Frau umgebracht. Wahrscheinlich ist die Familie deswegen so glücklich. Der war gut. Oh, danke, Spinne. Dann los, Cody. Gehen wir.
sie sind. Wir müssen sie beseitigen. Okay. Hier kommt der Russenmann. Wir sollten hier ganz schnell verschwinden. Oh ja, die Pflanze ist unser Ausweg. Du musst sie aufhalten, Cody. Alles klar. Achtung, ihr verrückten Viecher. Der Kaktusmann ist da. Oh, du willst auch was? Wie läuft es mit der Blume, May? Da kommen immer mehr. Die ist echt lustig, aber ich arbeite dran. Fern, Cody! Ich will nicht in den Rücken gestochen werden! Dass du mir den Rücken frei hältst, Cody. Ein ganz normaler Tag für den Kaktusmann. Cody! Wohin führt
wissen. Es ist dein Garten! Ja, aber ich kenne ihn nur oberhalb der Erde. Das war doch ganz witzig. Es riecht modrig. Ja, ziemlich feucht hier unten. Hast du das gesehen, Cody? Ich hab was gesehen. Aber was? Ich konnte es nicht erkennen. Vielleicht eine Ratte. Nein, es sah riesig aus. Tja, es hat uns nicht angegriffen, also ist es wohl freundlich. Ich hoffe, du hast recht. So langsam gefällt mir das immer weniger. Müssen wir wirklich hier rein? Ich habe einen anderen Weg hier raus. Bitte friss mich nicht, Herr Tausendfüßler. Bitte iss mich nicht. Ich glaube, er ist tot, Cody. Muschelschalen. Die sind so laut. Oh nein, die Maulwürfe. Maulwürfe? Ja, ich hab dir doch erzählt, dass sie meinen Garten ruinieren. Ich dachte, ich wäre sie losgeworden. Tja, falsch gedacht. Ach, was? Okay, sie schlafen. Weck sie einfach nicht auf. Wir müssen aber an ihnen vorbei. Wenn wir sie aufwecken, sind wir erledigt. Entspann dich, okay? Beweg dich. Vorsichtig. Eigentlich sind die echt niedlich. Hast du diese Zähne und Krallen gesehen? Sicher nicht. Fühlt sich an, als würden wir in ihre Privatsphäre eindringen. Verstanden. Lass uns so schnell wie möglich verschwinden. Oh, geschafft. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Ja. Oh. Hey, Cody. Es freut mich, dass du dich wieder um den Garten kümmern möchtest. Ich will all das Ungeziefer und die Infektionen loswerden. Die gehören hier nicht her. Ja. Dann sollten wir weiter. Haha, sehr witzig. Ist nicht so, als wäre das bequem. Und bleib mit der Sichel weg. Vorsicht, Cody! Leck nicht die Riesen! Ich bin echt vorsichtig. Du bist diejenige, die kein guter getarnter Busch ist. Vielleicht haben sie einen tiefen Schlaf. Da würde ich nicht drauf wetten. Lauf weiter und hör auf zu jammern. Ganz genau ziehen, Mate. Oh, oh, oh. Schön langsam.
Diese Mistviecher, die ruinieren mir mit ihren Tunneln meinen Garten. Psst. Heb dir das für später auf, Cody. Wenn sie aufwachen, bist du erledigt. Wenn du mich im Stich lässt, zieh ich dich mit runter. Wir haben es geschafft. Keine Maulwürfe mehr. Oh, sieh doch. Da ist noch so eine lila Pflanze. Zeit, das zu tun, was wir am besten können. Ich dachte, der erwischt uns. Geht's dir gut, May? Ja. Thank you.
Chef, wohin geht's, hä? Wie bitte?
Bist du blind, liest das Schild? Oh, klasse. Wir wollen zum Gewächshaus. Nee, dahin gehen wir nicht mehr. Ist eine richtig üble Gegend. Doch, es gibt keine Kultur da. Was auch immer das lila Zeug ist, es hat alles kaputt gemacht. Wir bringen euch höchstens bis zum Springbrunnen und kein Stück weiter. Wie bezahlen wir euch denn? Festpreis mit Vorkasse. 3 Larven pro Nase. Dann haben wir einen Deal. okay, hier, für euch. Oh, Junge, das ist ja eklig. Hey, mach mal halblang, Freundchen. Ich hab wahnsinnige Rückenschmerzen. Du übernimmst den Fett. Hey, das hab ich gehört. Du musst mal Yoga machen, so wie ich, herabschauender Frosch. Komm, du kleine Tonfigur. Ich will nichts hören. Kein Wörtchen. Na los, Holzpüppchen, komm her. Oh. Hüpf schon rauf. Danke. Oh, entschuldige. Namaste. Wow! Der Frosch hat Dampf! Wow! Okay. Wir wollen die Ursache finden und sie beseitigen. Dieses Lied ist ein so hässliche Farbe. Ihr habt keinen Geschmack. Ihr Banausen. Nein, 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 nein. Ich hab das nicht gepflanzt. Ich bin hier, um es zu beseitigen. Mach es weg. Entfernt den ganzen lila Mist. Na gut, na gut. Alles okay, Frosch? Ich habe einen starken Rücken, weißt du, weil ich täglich dieses Yoga okay. mache. Okay, vielleicht probiere ich es mal mit dem herabschauenden Frosch. Cody, wir müssen hier zusammenarbeiten. Etwas holprig, aber danke, dass du mich mitnimmst.
Wir haben es geschafft. Das war knapp. Das war echt cool. Seht euch all dieses lila Dreckszeug an. Gefällt mir gar nicht. Das ist keine elegante Farbe. Ja, das Zeug ist echt widerlich. Es stinkt. Tja, ich werde es beseitigen. Perfekt. Danke für die Mitfahrgelegenheit. Das lila Zeug ist im Weg. Wir müssen irgendwie dran vorbeikommen. Meine Güte! Sag das nicht. Du machst das super. Cody, was ist mit der Klappe? Kannst du sie öffnen? Alles klar, May. Rein mit dir. Okay. Was ist mit dir? Ich nehme den Frosch. Du siehst nach, was du im Inneren finden kannst. Das war's? Oh, du bist schwer. Runter okay, mit dir. Okay. Danke fürs Mitnehmen, Kumpel. Gut gemacht. Vielen Dank, Frosch. Sehr gut. Wir kommen gegen die Infektion an. Der Garten sieht so lebendig aus. Ja. Ich habe ganz vergessen, wie schön er sein kann. Die Infektion ist aber noch nicht ganz beseitigt. Das stimmt. Wir haben noch ein bisschen Unkraut zu vernichten. Wow. Die Blumen wachsen wieder. Wuhu. Sie blühen. Verzieh dich wieder, Drecksteuer. Dein Garten ist wunderschön, Cody. Oh, wow. Sieh dir meinen Garten an. Fantastisch! Hey, May, komm her! Gegen mich kannst du einpacken, Cody! Los, Schnecke! Los!
Wir gleiten in Richtung Sieg! Zeigen wir Cody, welches Team das schnellste ist! Echt jetzt? Langweilig! Wir haben gewonnen! Toll gemacht, Schnecke! Riecht nach Schummelei. Was ist deine Schnecke überhaupt? Wir haben es zum Gewächshaus geschafft. Jetzt müssen wir nur noch zu diesem Fenster hoch. Ich bin ein Pilz. Cool. Das sieht bisher am albernsten aus. So, May! Klar! Du schlägst dich aber auch gut. Alles klar, du hast es geschafft. Schön gesprungen. Ist auch ein schöner Bewässerungsarm. Ja, wirklich überall. Aber es ist doch nicht mehr weit. Ja. Halt durch, Joy. Wir sind fast da. Hey, May. Hier ist noch mehr von dem lila Zeug. Ach, das ist schon viel besser. Magisches, dir beim Gärtnern zuzusehen. Danke, May. Siehst du, deshalb liebe ich das Gärtnern. Monstern, Explosionen und dem Ungeziefer. Raus aus meinem Gewächshaus. Oh, du willst auch was? Alter, in meine Sätze. Ah!
So macht man das. Eine Welle von denen, May. Beseitigen wir die Infektion. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und meine reizende Partnerin natürlich auch. Nachher geht's weiter. Bis nachher.